Hallo und willkommen zurück bei Let's Play Gothic, wo sich anscheinend gerade die Sonne der Erdscheibe oder Kugel, wer auch immer das ist, sich neigt und es gleich wahrscheinlich dunkel wird. Deswegen, ich glaube, wir haben das meiste, was wir im Sumpflager machen können, gemacht. Deswegen ist es, glaube ich, an der Zeit, das Sumpflager erstmal zu verlassen und ins alte Lager zurückzukehren, um da ein paar Sachen zu machen. Zum Beispiel können wir bei Fingers jetzt noch eine Fähigkeit lernen, um Fingers zu beeindrucken für unsere mögliche Aufnahme ins alte Lager. Und dann haben wir das neue Lager natürlich nicht gesehen. Vielleicht finden wir einen Weg dahin oder wie uns jemand dahin bringt. Aber ich schätze mal, das geht vom neuen Lager, vom alten Lager dann aus und nicht vom Sumpflager. Deswegen werde ich jetzt erstmal ins alte Lager zurückkehren und bin dann hoffentlich vor Nachteinbruch da. Weil, wie mir bei der Videonachbearbeitung aufgefallen ist, will ich mich nochmal entschuldigen, man sieht nachts mit dem Video, was noch nicht mal, also ich meine, man sieht in Gothic selber schon nicht viel nachts, aber dann in dem Video sieht man noch weniger und deswegen werde ich versuchen, nächtliche Exkursionen auf ein Minimum zu reduzieren und halt immer, wenn es dunkel wird, ein Bett aufsuchen, um es wieder in Richtung Morgen zu begeben, weil man dann doch ein bisschen mehr erkennt als nachts. Weil nachts hatte ich den Eindruck, bei der einen Folge, wo wir nachts im alten Lager waren, man hat überhaupt gar nichts gesehen, also nicht so richtig. Deswegen werde ich das, glaube ich, in Zukunft einfach mal vermeiden. Und ja, im Sumpflager habe ich jetzt aber noch kein Bett für uns gefunden, deswegen kehre ich ins alte Lager zurück zum Schlafen. Da haben wir ja unser kleines Häuschen, nenne ich das jetzt mal. So, wir ignorieren wieder den Wald, auch wenn uns noch nicht klar ist, warum. Aber die Pilze können wir, glaube ich, noch sammeln hier. Ich meine, das ist ja hier, wir sind noch nicht im Wald. So. Dann schauen wir mal, was uns noch im alten Lager erwartet. Während sich die Sonne dem Horizont neigt und es jetzt nicht blutrot, aber so leicht rosa am Horizont aussieht. Damals waren die Grafik-Engines ja dann doch nicht so weit wie heute. Ja, also man muss die Engine, muss man glaube ich nicht mit dem eines Skyrim oder sowas vergleichen. Das ist, da liegen dann doch einige Jahre, ich will nicht sagen Jahrzehnte dazwischen. Aber für seine Zeit sah es einigermaßen nett aus. So. Ich komme vom Spaziergang wieder. Dusty hatte, Dusty kommt später. Der alte dumme Hund. So. Fingers war, glaube ich, von hier aus können wir Fingers, glaube ich, besser von der anderen Seite erreichen. Jetzt, wo ich da so drüber nachdenke. Wir können ja eben noch zu Fingers gehen und uns ein bisschen ausbilden lassen. Dann könnten wir auch noch Diego besuchen, weil mittlerweile haben wir 31 Lernpunkte. Die müssen natürlich auch nicht ungenützt stehen bleiben. Das ist ja völlig unnötig. Aber ich gehe, glaube ich, auch noch nicht in die Arena. Ich habe jetzt immer noch nur 25 Stärke. Vielleicht so kurz bevor wir uns jemanden anschließen, können wir vielleicht nochmal die Arena besuchen. Dann sind auf jeden Fall alle Sachen gut in gut auf meiner Seite, dass ich auch mal ein bisschen verkacken kann. Ich wollte das jetzt nicht zu einer Nachladeorgie machen. Was kannst du mir denn beibringen, Fingers? Was kannst du mir beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? Ja, ich würde gern was übers Schlösser öffnen lernen. Wie werde ich besser im Knacken von Schlössern? Das willst du gerne wissen, hm? Ist für den Anfang nicht so schwer. Du musst vor allem darauf achten, dass dir dein Dietrich nicht abbricht. Wenn du in Zukunft mit weniger Gewalt an die Sache rangehst, wirst du merken, dass du weniger Dietriche verbrauchst. Oh, das klingt auch nett. Vielen Dank. Du würdest nicht zufällig bei Diego ein gutes Wort für mich einlegen, jetzt wo wir ein bisschen gelernt haben. Du würdest nicht zufällig bei Diego ein gutes Wort für mich einlegen. Ja, du hast was gelernt, was dich wertvoll für uns macht. Geschickte Diebe können wir hier im Lager brauchen. Meine Stimme ist dir sicher. Jo, vielen Dank. So, dann kann ich glaube ich mal meine Hütte aufsuchen, die ist ja hier auch gleich direkt in der Nähe. Und dann lassen wir den Tag entspannt ausklingen mit einem
langen Schläfchen. Der nächste Tag wird bestimmt anstrengend. Das ist, glaube ich, die Hütte. Und dann gute Nacht, namenloser Held. Bis zum nächsten Morgen. Ich hab immer gesagt, ein neuer Tag und nichts hat sich geändert. Das ist schon nett. Manche der Dialoge, die nebenbei laufen, sind geradezu legendär unter Leuten, die das Spiel gespielt haben. So, dann sind wir jetzt hier am Nordtor. Mittlerweile wissen wir, dass das Nordtor ist hier. Dann können wir noch mal kurz Diego besuchen und noch ein bisschen an unserer Stärke arbeiten. Ich kann natürlich auch den Umgang mit Einhändern lernen bei dem Typen in der Arena. Sketty hieß er, glaube ich. Dann werde ich, glaube ich, nicht alle meine Lernpunkte ausgeben, sondern nur so ein paar. Kannst du mir was beibringen? Ja, bei mir kannst du lernen, deine Geschicklichkeit zu verbessern oder deine Kampfkraft zu steigern. Das klingt doch gut. Ich würde gern stärker werden. Und noch stärker werden. Vielen Dank. Deine Kampfkraft ist um einiges gestiegen. Komm bald wieder. Es gibt viel zu lernen. Gut. Mach's gut. Dann gehe ich nochmal in die Arena. Ich habe, glaube ich, auch noch 10 Lernpunkte übrig. Dann kann ich nochmal den weiten Weg in die Arena zurücklegen, um diese Punkte in Einhandkampf zu investieren. Ich glaube, das kostet nur 10 und nicht 20. Ich hoffe es zumindest. Sonst habe ich gerade ein bisschen Mumpitz gemacht. Aber das passiert ja leider auch, wenn man nicht immer genau plant, was man macht. Ups. Man kann auch übrigens Fallschaden kriegen, auch wenn das bisher nicht so aussieht. Deswegen sollte ich mit diesen Sprungaktionen bei irgendwelchen steilen Hängen ein bisschen vorsichtiger sein. Sketty, ich würde gerne ein bisschen mich ausbilden lassen im Kampf. Trainierst du auch Kämpfer? Trainierst du auch Kämpfer? Schon, aber nicht zum Spaß. Wenn ich dich trainieren soll, musst du dafür zahlen. Okay. Ich würde gerne was über Einhändler lernen. Ich will besser mit Einhandwaffen umgehen können. Gute Entscheidung. Um deine Technik zu verbessern, musst du erst einmal lernen, deine Waffe richtig zu halten. Anfänger neigen dazu, Einhandwaffen mit beiden Händen zu halten. Mit sowas fängst du am besten gar nicht erst an. Das behindert dich nur. Halt die Waffe mit einer Hand, Klinge nach oben und dann immer schön schwingen lassen. Du musst lernen, den Schwung deiner Waffe mit deinen Bewegungen in Einklang zu bringen, dann kannst du schneller zuschlagen. Wenn du dich an meine Anweisungen hältst, wirst du in Zukunft eleganter und vor allem schneller kämpfen. Ach, und noch was. Manche Treffer richten mehr Schaden an als andere. Als Anfänger hast du nur eine geringe Chance, solche kritischen Treffer zu landen. Aber je weiter du fortschreitest, desto besser wird diese Fähigkeit. Jo, vielen Dank, Sketty. Das war doch sehr instruktiv. Und jetzt können wir tatsächlich... Jetzt sind wir ein ausgebildeter Einhänderkämpfer, wie wir in der oberen rechten Ecke sehen. Das heißt, wir haben jetzt eine 5%ige Chance auf einen kritischen Treffer, der zusätzlichen Schaden anrichtet. Und wie wir... Wenn wir zu kämpfen kommen, sehen werden, ist unsere ganze Haltung jetzt auch anders. Also es ist jetzt nicht nur irgendwelche Zahlenwerte, die sich da verändern, sondern auch tatsächlich das ganze Verhalten von uns, wenn wir die Waffe schwingen, ändert sich auch. Also die Haltung von dem Körper wird anders, die Schlagfrequenz wird ein bisschen besser und solche Sachen. Also das ist schon ein bisschen mehr als Zahlenwert nur, diese 5% und dieses Ausgebildetsein. Da sieht man schon relativ gute Unterschiede. Was das Spiel auch nicht schlecht. Das ist auch eine der schönen Sachen an dem Spiel ist. So, ich glaube, wir sollten hier noch diesen Mordrak loswerden, oder? Das war hier der Auftrag von Torus. Da sollten wir einen gewissen Herrn Mordrak loswerden. Aber vielleicht reden wir erstmal mit Mordrak darüber. Weil er scheint ja irgendwie aus dem neuen Lager zu sein. Wir haben ja schon mit ihm über seine Rolle als Magierkurier geredet. Vielleicht können wir ihn ja irgendwie anders hier rausschaffen, bis er erstmal nicht wieder herkommt. Schauen wir mal, reden wir mal mit ihm darüber. An der Geschichte muss wohl doch was dran sein. So, der war, glaube ich, hier in der Ecke, genau. Du hast ein Problem übrigens. Du hast ein Problem. Ach, und das wäre? Es gibt Leute hier, die wollen, dass du dich hier nie wieder blicken lässt. So.
Dann sag doch den Leuten, sie sollen jemanden schicken, der ihren Willen auch durchsetzt. Wie kommst du darauf, dass ich das nicht tue? Weil ich denke, dass du ein schlauer Junge bist. Du wirst schnell erkennen, dass es Besseres gibt, als für Gomez zu arbeiten. Bei uns im neuen Lager können wir fähige Leute genauso gut brauchen. Und dort gibt es niemanden, der dir sagt, was du zu tun und zu lassen hast. Interessant. Erzähl mir doch mal was über das neue Lager. Erzähl mir was über das neue Lager. Es ist das freieste Lager in der Kolonie. Wir haben keine Erzbarone oder Gurus, die uns herumkommandieren. Wir haben eine eigene Mine. Aber das Erz, das wir dort fördern, wird nicht an den verdammten König geliefert. Sondern? Unsere Magier arbeiten an einem Ausbruchsplan. Dafür wird alles Erz gesammelt. Während Gomez und seine Leute auf der faulen Haut liegen, rackern wir uns für die Freiheit ab. So sieht's aus. Das klingt doch überaus nett. Was wäre denn, wenn ich mich dem neuen Lager anschließen will? Und wenn ich mich dem neuen Lager anschließen wollte, könntest du mir dabei helfen? Wenn du es wirklich ernst meinst, können wir direkt losgehen. Ich kann dich zu Laris bringen. Er ist der Kopf unserer Bande. Aber wenn du lieber versuchen willst, mich aus dem Lager zu prügeln, bitte. Och nö, dann lass uns doch einfach zum neuen Lager gehen. Lass uns zum neuen Lager gehen. Gut. Folge mir. So, jetzt wird uns Mordak zum neuen Lager führen. Bisher sieht es noch aus, als wären wir in Richtung Sumpflager unterwegs, aber ich glaube... Ach, jetzt geht's hier nach rechts, gut. Hier waren wir ja schon mal, wir sind ja einmal um das alte Lager so ein bisschen rumgelaufen. Da waren hier, glaube ich, ein paar Scavenger. Da vorne kommt gleich die Kletterpartie, wo dieser komische Einsiedler wohnt, der sich vom alten Lager losgesagt hat und jetzt da in so einer Höhle wohnt. Da bin ich ja mal gespannt, wo es dann weitergeht. Ich schätze mal nicht im Ork-Gebiet, was direkt dahinter anfängt, weil dabei diese Barrikade, wo die netten Gardisten waren, die mein Gold verwahren würden für den Fall, dass ich ins Ork-Gebiet gehe. Aber vielleicht geht es ja diesen komischen kleinen, diese kleine Schlucht da entlang, die da lang geht. Da gibt es ja auch einen Weg, den ich nicht lang gegangen bin, weil ich wollte nur einmal um das alte Lager herumlaufen. Gucken wir mal. Das sieht tatsächlich so aus, als ob Mordak jetzt hier diese kleine Schlucht entlang gehen möchte. Oh, ist ja ein Orkblatt. Nett. So. Da vorne ist ein gefährlicher Scavenger. Auf ihn! Gib ihm hart! Was hast du gesagt? Wir werden aussterben, wenn wir ständig diesen Viechern über den Weg laufen. Worauf wartest du jetzt? Mordak? Der Typ ist tot, der Scavenger. Der Scavenger ist echt tot. Hängt der jetzt fest, weil ich den Scavenger vor seinen Augen umgebracht habe? Ach, Mietz. Was soll das denn? Was zum Geier soll das denn bitte? Ich habe natürlich auch nicht gespeichert heute in dieser Folge bisher. Es war natürlich mein Fehler. Jetzt hängt Mordak hier fest. Gucken wir mal, ob wir ihn irgendwie durch sanfte Beruhigungsschläge wieder da rauskriegen. Ach, in der Tat. Ich hätte nicht gedacht, dass das funktioniert. Interessant. Ist auch eine Möglichkeit, Bugs zu beheben. Man haut einfach Leute. Irgendjemand hat noch auf den geschossen. Da hinten. Da wohnt irgendjemand in einer Hütte. Das ist ja interessant. Kannst weitergehen, Mordak. Und ich speichere mal jetzt, wo es anscheinend wieder funktioniert. Kannst du mich schießen, Mordak? Ich will das nächste nicht wieder kaputt schießen, damit du nicht wieder irgendwelche Probleme kriegst.
Hat schon wieder von der Seite jemand versucht, den umzuschießen. Der will doch nur wieder meine Erfahrung klauen, für die ich hart Mordrak arbeiten lasse. Ach, jetzt laufen die auf einmal hier vorbei. Aber Mordrak kann anscheinend ganz gut mit dem Bogen umgehen. Aber ich sammle noch ein paar Blümchen und einen Höllenpilz. Da ist eine Höhle. Da geht er aber nicht rein. Da muss ich mal auf dem Rückweg schauen, was da in dieser Höhle ist. Kleine Steinwurzel. Und noch ein lecker Seraphis. Und ein Wolf. Ups. Sorry, wollte ich nicht schlagen. Das ist mir nur so rausgerutscht diesmal, ehrlich. Mordrak. Da geht's nicht lang, das ist eine Wand. Das ist wirklich eine Wand, Mordrak. Brauchst du Beruhigungsschläge? Es ist. Keine Ahnung, was das für ein komisches Heilmittel ist in dem Spiel. Ich schlag einmal drauf und dann reagieren die Leute wieder vernünftig. Aber es ist lustig. Ja. Das sind wahrscheinlich Schläge auf den Hinterkopf, die erhöhen ja bekanntlich das Denkvermögen. Da sind wieder Goblins, wie es aussieht. Und er hat die schon umgebracht. Und jetzt trinkt er erstmal ein. Natürlich, das ist immer wichtig. Wenn man solche Beruhigungs-Hinterkopfschläge kriegt, dann muss man auch mal ab und zu eintrinken. Ich will eben noch diese Kiste sicherstellen, dass da keine Gefahr von ausgeht. Achso, ja. Boah, beim ersten Mal unfassbar. Und zwei Dietriche drin. Ein bisschen Bier, ein bisschen Erz und ein paar Pfeile, für die wir immer noch keinen Bogen haben übrigens. Aber wer braucht sowas schon? Okay, jetzt geht's hier nach links. Und da stehen andere Typen, die so aussehen. So. Hier sind wir. Wenn du durch das Tor gehst, kommst du ins neue Lager. Sprich mit Laris. Er wird dir weiterhelfen. Hier, gib ihm das hier von mir. Es ist ein wertvoller Ring. Er ist deine Eintrittskarte zu Laris. Ohne guten Grund kommst du nicht zu ihm. Wenn ich mir so recht überlege, ich glaube, ich bleib eine Weile hier. Ich habe fürs Erste genug verdient. Und im alten Lager wird's langsam heiß. Wenn du Lust hast, triff mich in der Kneipe, das Haus direkt auf dem See. Mach's gut. Wir sehen uns. Jo, wir sehen uns. Vielen Dank für den Weg hierhin. Und hier hinter verbirgt sich anscheinend das neue Lager. Aber gehe ich da jetzt schon rein oder werde ich erstmal noch hier... Da waren ja noch so ein paar Viecher auf dem Weg. Ich glaube, ich werde erstmal noch so ein paar Viecher auf dem Weg umbringen, bevor ich ins neue Lager gehe. Hier vorne waren ja zum Beispiel jede Menge Blutfliegen, den ich ja jetzt langsamer fertig wäre. Glaube ich. Es sind ein paar viele. Ich hoffe, das geht gut für mich aus. Nein. Weicht von mir! Du auch. Da ist noch einer. So, das waren glaube ich alle. Und jetzt können wir ja Blutfliegen besser aufnehmen. Das heißt, wir kriegen jetzt immer einen Blutfliegenstachel, wenn wir die sammeln. Der anscheinend auch ein bisschen was wert ist. Also von daher wird sich das Buch, was wir gekauft haben, hoffentlich über die Zeit amortisieren, wie man das im Fachjargon nennen müsste. Nicht, dass ich mich mit dem
mit dem Jargon auskennen würde, aber man muss ja so ein paar Wörter einstreuen, damit man gebildet wirkt. Ich meine, Let's Plays sind ja nicht nur dazu, um Leute zu unterhalten, sondern vielleicht kann man auch einen Bildungsauftrag erfüllen. Da hinten sind wieder Scavenger. Essen wir lieber erstmal ein bisschen gesundes, gebratenes Fleisch. Ist bestimmt ganz fettarm gebraten. Und dann geht's weiter. Oh, Einschlag und tot. Da könnte ich mich dran gewöhnen. Boah, das ist schon einiges entspannter, wenn man die einfach bloß mit einem Schlag umhaut. Dann war die Stärke doch nicht eine so große Fehlinvestition, wie mir scheint. Und hier sind noch ein paar Pilzchens und ein Seraphis. Und noch ein Pilz und noch mehr Seraphis und noch mehr Pilz. Ja. Müssen wir wieder eine Pilzsuppe kochen. Da hinten ist irgendwas. Oh, ich bleib, glaube ich, erstmal auf dieser Seite des Ufers. Hier ist eine Fackel, noch ein Krug. Ein Sklavenbrot, okay. Das ist ein Pilz, der Sklavenbrot heißt. Wird das halt an Sklaven verfüttert, oder wurde das an Sklaven verfüttert, die großen Pyramiden gebaut haben, oder warum nennt man das Sklavenbrot? Ich hätte lieber die Mother's Milk. Es gibt umsonst High-Fives für Leute, die mir in einem Kommentar schreiben, was Mother's Milk ist. Da ist irgendeine Höhle mit Rauch. Interessant. Was zum Teufel machst du hier? Aua. Aua. Okay. Da wohnen anscheinend sehr nette Leute. Vielleicht gehen wir dann doch noch nicht hin. Keine Ahnung, was das da ist, aber es war nicht so gesund für uns. Wo wir gerade bei Sachen sind, die nicht so gesund sind, dahin sind zwei Warane. Das ist, glaube ich, auch nicht so gesund für uns. Aber wir probieren es erstmal mit den Molarats hier. Die sollten wir auch mit einem Schlag jetzt tot kriegen. So. Die ist eine Höhle, in der ein Trank in der Luft schwebt. Das ist ja wahrscheinlich eine magische Höhle. Die Höhle des schwebenden Trankes. So, aber jetzt wieder zu den Kollegen da hinten. Das könnte ein interessanter Kampf werden. Ah, nein, Schlag! Mann, wenn mein Typ nicht in so einer Schadensanimation stecken geblieben wäre, dann hätte ich das auch geschafft. Versuchen wir es nochmal. Das geht nicht so gut aus, weil die irgendwie ausweicht. Aua. Aua. Das war eine knappe Kiste. Aber wir haben es souverän gelöst, wie man sagen muss. So, ist hier vielleicht noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Na gut. Dann könnten wir uns ja jetzt in das sagenumwobene neue Lager reinbegeben. Ah, schauen wir mal, was da so los ist. Torwache, hallo. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Geht. Hab nichts mehr zu rauchen. Ich hab Sumpfkraut dabei. Willst du vielleicht was? Ich hab Sumpfkraut dabei. Willst du was? Na klar, her damit. Bist du einer von den Dealern aus dem Sektenlager oder was? Vielleicht, aber ich dachte, ich kriege jetzt auch Geld von dir. Ich wollte das einfach nicht einfach nur schenken.
Ja, rauch erstmal noch auf, kein Problem. Kein Problem, Mann. Hi, ich bin neu hier. Hi, ich bin neu hier. Und? Was machst du denn hier? Was machst du hier? Wonach sieht's denn aus? Ich rauche mehr. Wenn du denkst, ich lass dich mal ziehen, vergiss es. Willst du mich aufhalten? Fragen, was ich hier will oder sowas? Willst du mich nicht aufhalten? Mich fragen, was ich hier will oder so? Nein, ist mir zu viel Stress. Außerdem kann einer wie du sowieso nicht viel Schaden da drin anrichten. Okay, wie sieht's denn drin aus? Wie sieht's drinnen aus? Das Übliche. Ruhig, bis auf ein paar kleine Schlägereien. Okay, danke für die knappen Antworten, sag ich mal. Banditen, aha. Und hier sehen wir eine kleine Bucht und wie es aussieht, Leute auf der Feldarbeit, das ist ja interessant. Aber ich denke, wir werden uns erst in der nächsten Folge angucken, was es mit diesen Feldarbeitern hier auf sich hat und mit den Herren, die da hinten noch stehen. Und in der nächsten Folge sehen wir uns dann weiter. Ich sag mal, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.